willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier einen neuen Tuning-Mod aus dem Steam Workshop. Ja, wie schon gesagt, die Mods, die trudeln jetzt wirklich so, von Minute zu Minute kriege ich irgendeine Nachricht hier, neue Mod und so, mir wieder vorstellen, mal wieder zeigen. Und das machen wir hier auch. Also wir fangen mal an, ganz oben hier, im Prinzip, wir klicken uns mal kurz durch, dass wir nichts vergessen. Hier haben wir zum Beispiel diese Lampenbügel. Moment, da müssen wir dann hier die Sonnenblende nochmal wegmachen, ne? Da habt ihr den Bügel hier vorne, ohne Ding, dann habt ihr den hier vorne. Der ist aber dann nicht kompatibel mit den runden Leuchten. Dann haben wir den Dreier, den hier, den Vierer, der geht wieder und dann den hier. Ne? Da müsst ihr halt dann gucken, was euch hier gefällt. Ich kann jetzt mal den lassen, weil es ja wurscht ist. Da kann man dann dementsprechend Lampen anbauen. Das bleibt alles identisch hier. Jetzt muss man kurz durchklicken. Das bleibt gleich, das bleibt gleich. Wir haben nämlich, das bleibt auch. Dafür haben wir hier Glossy und Matt. Und dann haben wir jetzt noch zwei Slots. Das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr wollt, hier dementsprechend nochmal zwei Positionsleuchten ranbauen, das bleibt auch gleich. Das bleibt, müssen wir uns wirklich hier komplett nochmal durchklicken, das ist sowieso klar. Warte mal, hier unten haben wir da noch was, das bleibt auch. So, dann haben wir hier unten praktisch den Bumper-Slot, den hatten wir ja vorher schon, nur ohne Slots, jetzt sind sie mit Slots. Ihr habt aber auch diese Variante im Bügel, Slot 2, Slot 3. Ihr habt auch so ein, die vierer Variante, den kennen wir ja vom Scania schon. Wobei ich sagen muss, der passt nicht zu 100%. Da müsste auch mehr dran sein, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Slot Nummer 6. Und da ist dieser Rahmenschutzbügel, ne? Da ist dann der noch mit dabei. Also dementsprechend müsst ihr euch dann hier was raussuchen, wo ihr sagt, ja, das gefällt mir. Ne? So, dann klicken wir mal weiter, was man sonst noch irgendwo findet. Findet man da irgendwas? Dann müssen wir, sagt ihr, nochmal gucken. Das mache ich gerne hier so. Da noch, das bleibt, das bleibt. Das bleibt auch. Außer ihr nehmt den kleinen Tank. Dann habt ihr hier die ihre Variante, ne? Da habt ihr aber keine separaten Dinge mehr dazu, keine, ne, genau, bloß mal schnell durchklicken, dass man nichts vergessen hat, man darf ja nichts vergessen hier, das bleibt auch, genau, aber im Interieur, da, das darf ich nicht vergessen, da gibt es nämlich noch was Feines, das möchte ich nämlich kurz zeigen, nämlich einen Tisch, mein Damen und Herren, ich war bekloppt, und von außen sieht er dann so aus, da ist er, und da könnt ihr hier auf den Tisch, könnt ihr Zeug hinkleben. Guck mal, hier klebt eh schon mein Ding. Habe ich schon hingemacht. Das passt ja erstmal soweit. Das passt. Ihr habt dann hier noch, könnt ihr dementsprechend noch ein paar andere Sachen hinmachen. Hier, whatever. Eine Schachtel flippen hier. Oder dann dementsprechend, was haben wir noch alles da? Also müsst ihr halt da gucken, was euch hier gefällt und was ihr braucht und was ihr wollt. Ja, aber dementsprechend könnt ihr dann hier auch noch ein bisschen was hinmachen, ne? Genau, das funktioniert auch erstmal soweit. Also ein Tisch ist jetzt hier auch mit dabei. Gibt es jetzt auch schon ganz fleißig. Genau, ich weiß, ich muss mal gucken. Ich habe ein Interieurlicht, meine ich, habe ich mal was gesehen. Aber ist hier, glaube ich, nicht mit dabei. Da hätte ich schon mal gedacht, dass da was mit dabei ist. Aber das passt erstmal hier soweit alles. Ne? Genau. Also Tisch ist auch mit dabei. Könnt ihr theoretisch, wenn ihr wollt, hier auch einen Tisch nutzen. Ne? Genau. Tisch, das bleibt. Hier oben, das glaube ich, bleibt auch. Ah, nee, genau. Ja. Da habt ihr noch Interieurlicht. Ist auch noch mit dabei. Also Orange, Rot, Sky Blue, Violett. Wir nehmen jetzt einfach mal rot. So Standard ist es immer, was man so hat. Ne? Gucken wir mal, wie das dann leuchtet und funkelt. Aber das ist dann hier auch noch mit dabei. Also seht, Tischlein deck dich ist jetzt hier auch mit am Start. Gucken wir uns den LKW mal dann jetzt genau an. Vor allen Dingen mit dem Tisch und dem ganzen Zeug. Also, Tisch ist da. Das funktioniert das erstmal soweit. Interieurlicht schauen wir uns gleich an. Von außen, wie gesagt, ich habe unten noch jetzt ein paar Lappen hingebaut. In der Mitte die Positionsleuchten sind auch mit dabei. Und hier oben dann auch nochmal dementsprechend einfach der Lampenbügel, der hier neu mit an Bord ist. Ne? So, wenn wir jetzt gerade mal... Boah, fast das Schild zusammengefahren. Gucken wir uns mal ganz kurz hier einen Lichttest an. Ist auch immer ganz spannend hier. Plupp. Also Standlicht, Abblendlicht. Sieht dann theoretisch gesehen so aus bei mir. Positionsleuchten, das ganze Gedöns hier, alles mit an Bord. Ah, ich finde es jetzt stark, dass jetzt immer mehr so Mods rauskommen. Das ist Wahnsinn, das ist herrlich. Auch hier im Interieur seht ihr jetzt dieses Interieurlicht, das rote. Kann man hoffentlich gut sehen. Ja, sieht man. Hier sieht man es auch ganz gut. Das ist praktisch das, was ich jetzt schon erwähnt habe. Das war dieser Slot, wo ihr dann hier verschiedene Interieurleuchten nutzen könnt. Hier dann, wie gesagt, der Tisch ist mit dabei. Hier ist auch so eine kleine Aussparung vorne. Das finde ich auch soweit ganz schick. Und sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, ob ihr das braucht, das müsst ihr selber entscheiden. Ist aus dem SCS, aus dem Steam Workshop. Guckt euch das einfach mal an. Und dann seht ihr ja, ob ja oder nein. Aber ansonsten macht alles natürlich wie immer einen guten Eindruck. Und die Modder sind wirklich hart am
buckeln hier. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Lasst dann bitte mich her. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß mit dem neuen MN Tuning Mod aus dem Steam Workshop mit Tisch sogar. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.